Shalom Aleichem, welcome, Bruchim Haboim. Ich heiße Vivian Felsen und es ist heute mein größtes Kovod, euch zu begrüßen im Namen von dem UJA-Komitee für Jiddisch bei der Toronto Jiddische Föderation. Wir sind sehr zufrieden zu haben mit uns heute als ein größer Eulen von aller Ecken Welt. Ich danke euch allen für Ankommen. My name is Vivian Felsen, and it is my pleasure on behalf of Toronto's UJA Committee for Yiddish to welcome you to today's lecture. This week is Holocaust Education Week in Toronto, and for decades, our committee has been presenting the only Yiddish language lecture at this time. The lecture today will be completely in Yiddish, but please feel free to put your questions or comments into the Q&A box in either Yiddish or English. Sie scheuen etliche zähnliche Jahre, was unser Komitee stützt der Lektion auf Yiddisch beschaß der Woche von Churban der Zion in Toronto. Wir wollen der Monen, als Yiddisch ist gewähnt der Sprach von die Mehrheit von die Kedoschen, und euch von die Schere zerpläte. Und erfahr, dass unser Gastredner, Professor Coleman Weiser, reden auf der Terme, aufhieten unsere Geschichte, übergeben unsere Rusche, befragt wegen Jiddisch in die Universitäten von letzten Churban diesen heutigen Tag. Aber keinem Call will ich sagen, ein paar Wörter wegen Coleman Weiser. Stammt von New York, wo hat gemacht sein Doktorat in Columbia Universität. Schon quasi zu 20 Jahren lernt in York University in Toronto. Dort vernimmt die Kathedra für moderne jiddische Studies auf den Namen von der Mischbuche Silber und fühlt dann mit dem Center für jiddische Studies auf den Namen Israel und Golda Krasinski. Professor Weiser's Artikeln und Bücher vernehmen sich der Ickerst mit Fragen von Sprach und Politik bei Jiden, speziell in Mesocheuropa und zwischen jiddischredenden Jiden in alle Länder. Zwischen seine Bücher gefindet man Chernowitz at 100, the first Yiddish language conference in historical perspective, Jewish People, Yiddish Nation, Noah Prilutsky and the Folkists in Poland. Die zweite revidierte und ausgebreitete Ausgabe von Schleume Birnbaum's klassische Werk Yiddish, A Survey and a Grammar. Sein Buch Key Concepts in the Study of Antisemitism ist erst erschienen in 2021. Letztens hält bei Mendiken dem Xafiad für ein Buch, wenn die pionierische Linguisten Max Weinreich und Schleume Birnbaum und sehr Beziehung zu Jiddisch sei wie lebendige Sprache und Kultur und sei wie Forschwelt, Fahr und Nochen wurden. Und jetzt ist es mein größtes Covid vorzustellen, Professor Coleman Weiser. Vivian, schönen Dank. Schönen Dank, die Organisatorin. Dank dem Euren, wo Sie sind heimgekommen, mich hören. Ich habe Lichtbilder. Ich darf das machen, gerade eine Sekunde. Sehr gut. Ich meine, Sie können schon sehen. Ihre Brüte wären von meinem Pronomen auf meinem Ekran. Ihr sollt können besser sehen. Sehr gut. Ihre Unheben mein Säge. Ich soll nicht retten, Sie lang. Wie Vivian hat schon gesagt, der Titel von meinem Referat ist Aufhitten in der Geschichte, Übergeben in der Jerische, Jiddisch in die Universitäten, von letzten Roben bis in Hantik in Tug. Ich darf auch nicht sagen, wie wichtig Jiddisch ist, zu verstehen die Kultur und die Geschichte von Jiden in Mesocheuropa,
in zu forschendem Hobben, speziell von Perspektiv, von Standpunkt, nicht von die Mörders, nur von die Jiden, die sind ingekommen in Hobben, was mir forscht nicht genick mit Mekäuren Magidisch. Was ihr seht, du, ist ein Bild von College Jiddisch. Das Bücher ist damals schon bekannt. Es ist das erste Jiddisch-Lernbücher für Colleges, das heißt in Amerika meint das Universitäten, was man hat gemacht, Uriel Weinreich und Siegegreit in dieser Reuss in 1949. Ab rechts seht ihr ein Bild von Professoren und Studenten in Columbia Universität, auch in 2000. Ich bin dort gewesen zwischen den Lehrern. Ich trug mein Columbia-Hemd, heint, weil Columbia, die Geschichte von Jiddisch in Universität ist geknippt und gebunden mit der Geschichte von Jiddisch in Columbia. Auf links seht ihr ein Bild von Max Weinreich, wo es geworden, wo es dort eingeführt, Jiddisch, die erste Jiddisch-Kursin war Kredit in der amerikanischen Universität in City College in New York in 1947. Sie sagen, es ist damals schon ein kluger Eure, als wenn man will sich lernen Jiddisch, Hanzetug, geht man der klar in der Klasse in der Universität. Das heißt, Jiddisch lernt man sich Hanzetug meistens in Universitäten, nicht in Stieb, nicht in Gegend, nicht in Kinderschulen, auch jetzt in die charedische Kreisen. Nur wie soll es Jiddisch rein in Universität? Das ist meine erste Frage. Und wie soll es sich entwickelt, Jiddisch in Universität? Das sind meine zwei Hauptthemen. Ich rede meistens wegen der 40er Jahre und später, aber ich euch rede ein bisschen wegen der Prähistorie von jüdischen Universität vor der späten Weltmechume. Es ist etwas ein tragisches Paradox, können wir sagen. Es ist sehr nicht intuitiv, nur es ist starke Emmes, wo es jüdische Reihen in die Universitäten in Südamerika pinkt in der Zeit, wenn man hat gereidigt jüdische Reiters und sei ausgeschochten. Das heißt in die 30er Juren, die 40er Juren, in der Zeit in der zweiten Welt nach Sommer, von dem Horben und noch ein bisschen nach dem. Ich muss explorieren. Aber lass mich früher reden ein bisschen ein Kapitel Demografie. Jiddisch wie Korben, der Korben und sprachliche Assimilation. Das sind die zwei größten Siebesverbuss, die zu Jiddisch-Retters ist so stark gefallen im 20. Jahrhundert. Lass mich unheben mit 1939. Bis 1939 sind gewähnt 11 Millionen Jiddisch-Retters auf der ganzen Welt. Versteht sich, als die meisten Jiddisch-Retters haben sich konzentriert in Mizrach-Europa, in Polen, in die baltischen Länder, in Ratenverband, in Rumänien, in der pure schrägenstige Länder. Es ist ein treuriger Fakt, wo die meisten Jiden, wo sie gestorben, wo sie umgekommen und gestorben, sind gestorben euch in die Länder von Mizrach-Europa. Bei drei Viertel von die Korbunis, von den jüdischen Korbunis, sind dort gestorben. Oder sie haben gestampen dort, oder man hat sie übergeführt in Mizrach-Europa. Und dort sind sie gestorben. Nach dem Krumme schätzt man, als sie sind geblieben, an 5 bis 6 Millionen jüdische Redner auf der Welt. Oder Menschen, die haben gekannt, sich verständigen auf Jiddisch, haben gekannt, verstehen Jiddisch. Sie sind hübsche zu Menschen. Nur schon in die 60er Jahren vom 20. Jahrhundert ist die Zahl jüdischer Redner stark gefallen. Man schätzt, dass es sind gewesen, an erich 3 Millionen jüdischer Redner. Nur Jiddisch ist noch ausgeblieben in die 50er Jahren und 60er Jahren herein, sehr lebendige Kultur. Man hat gehabt eine Sache Publikations, ein breiter Netz Kulturinstitutions, nur die meisten Organisationen und Publikations hatten gemacht für Erwachsene und nicht für Kinder. Und das ist die größte Zure, wo es man hat sich nicht eingegeben, überzugeben die Sprache in der Heim, in eurer Gegend. Schon in die 40er Jahren hatten bemerkt, als in die Kinderlagerin, also wie Bäuberecken, Kinderwelt,
hat man gedacht, reden wuss mehr Englisch mit den Kindern. Euch sind die jüdischen Tugschulen oder die Supplementarschulen, was man hat gehabt in Amerika. Ist er so, ist jüdisch gegangen, bergab, in die meisten Kreise in Amerika und anderen Ländern, die starke sprachliche Assimilation. Der Massiv ist gewesen, als Sache besser in die kleineren Geschichten, also wie in Mexiko, in Buenos Aires, in Montreal, ein Stück länger, bis wir mehr suchen rein, bis die 70er Jahre, 25. Jahrhundert, nur dort ist es gewesen eine ähnliche Manze. Es ist gewesen eine sprachliche Rede, eine starke sprachliche Assimilation. Ich rede ein bisschen wegen die Geschichte von der jüdischen Sprachforschung in der jüdischen Universität, 24. Jahrhundert, Urbekitzer. Christliche Hebräisten, Missionären, Sochem, Kriminologen sind gewesen die pionierische Forscher in der jüdischen Sprache zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert in Deutschland. Verwusst christliche Hebräisten, weil man hat verstanden, als Jiddisch hat in sich sehr sehr hebräische Elemente. Man hat gemeint, als wenn man sich lernen Hebräisch, Luschen Kaidisch, wird helfen, sich lernen Jiddisch. Missionäre haben gewollt abschmarten Jiden, haben sie gewollt schaffen Literatur, verhieden auf Jiddisch wegen Jesus Christus. Sochrim haben gewollt sich verständigen mit Jiden, weil jeden versteht sich, haben sich vernehmen mit Misre über ganz Europa. Kriminologen haben verstanden, also Sach jüdische Wörter sind rein in Rotwelsch, das heißt die Sprache von die Ganoven in Deutschland. Es ist gewinn ein starkes Interesse bis den 19. Jahrhundert bei Sach nicht jüdischer Akademiker, der Rikers Theologin. Jeden seiner Weg versteht sich von Jiddisch in Deutschland im 19. Jahrhundert. Sie sind dort geworden, deutsche Schreiber. Also solche geschehen in anderen Ländern, von mehreren Europa, sind weg von Jiddisch, rüber auf der Landsprache, Französisch, Holländisch und so weiter. Nur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert hat sich geschaffen ein Interesse für Jiddisch bei Germanisten. Das heißt Akademiker, die forschen die Geschichte von der deutschen Sprache, in der deutschen Literatur. Man hat gemeint, dass Jiddisch ist ein verglieferter Zweig in der Geschichte, ein verglieferter Dialekt von Deutsch, von Mittelalter, wo es Jiden haben mit sich gebracht in Mizrach-Europa, in Mittelalter. Um zu verstehen, die Geschichte von der Entwicklung von der deutschen Sprache, hat man gemeint, dass man so forschen die Geschichte von Jiddisch. Noch später, im 20. Jahrhundert, so auf 19. Jahrhundert, hat sich entwickelt eine neue Bewegung in Mizrach-Europa von Jiddischisten. Jiddischisten sind meistens gewesen jüdische Nationalisten. Sie haben verstanden Jiddisch wie eine eigene Sprache, nicht wie ein vergriffener deutscher Dialekt. Sie haben studiert Jiddisch, um zu schaffen, eine nationale Bewegung, zu beweisen, dass Jiden sein Erfolg mit gleich mit allen anderen. Sie haben eine Sprache, eine Kultur, eine Grammatik und so weiter. Sie haben gewollt schaffen eine jüdische nationale Akademie. Auf rechts seht ihr ein Bild von der berühmten Tschernowitz-Konferenz. Dort hat man deklariert, Jiddisch war eine nationale Sprache bei Jiden. Auf links seht ihr ein Bild von einem Lernbüro auf Deutsch, was man hat gemacht, wegen Jiddisch, für deutsche Schreiber in 16. oder 17. Jahrhundert. Ja. Es ist geworden ein neues Interesse Jiddisch in Deutschland in der Zeit von der Ersten Weltkriege. Verwusst, weil der deutsche Militär ist rein in Mitteleuropa, in die okkupierten Territorien in Polen, in Litauen, hat man gefunden Millionen Jiden, und man hat gewollt sich verständigen mit denen. Man hat verstanden die Wichtigkeit von Jiddisch nicht wie eine Teutersprache oder wie ein Dialekt, nur wegen Jiddisch wie ein lebendiges Luschen. Man hat geschaffen Wörterbücher, man hat studiert ein bisschen
jüdische Literatur. Es ist geworden lebendig, beschast in Mechumme bei Tel Academicals, wo es haben sich vernehmen mit Jiddisch. Jetzt kommen wir zu unserer Iker-Thema, jüdischen Universität bei Jiddischforschern, die berühmte Jiddischforscher des 20. Jahrhundert. In der Zeit zwischen die zwei Weltmachumis in Weimarer Deutschland ist sie gekommen, Achwalia, eine kleine Achwalia, nur Achwalia, Jiddischforscher in Mitteleuropa. Man hat gemacht, öfter 10 zu 12 Doktoraten wegen Jiddisch oder jiddischer Literatur in die Universitäten in Deutschland. Die meisten Menschen, die haben gemacht, die Doktoraten, sind gekommen von Mitteleuropa in die ungefähr 20 Jahre oder ein bisschen später. Deutschland ist geworden ein Zentrum für die Jiddischforschung in die 20 Jahren. Zwischen die berühmten Menschen, die sind dort gewesen, sind in Schreume Birnbäum, wo ihr seht auf links, und Max Weinreich, wo ihr seht in Mitte. Sie haben beide gemacht, sie haben Doktoraten, ungefähr 20 Jahre in Weimarer Deutschland, Max Weinreich in Marburg, Schleume Birnbäum in Würzburg. Agib, ihr seht Leben Birnbäum, ihr seht sein Taten müssen Birnbäum, der berühmte Klautier. Und das Jüngere ist Yankiv Birnbäum, wo sie später geworden ein größer Held in der Bewegung, einer von den Gründern von der Bewegung von sowjetischen Jiden in den 60er Jahren. Auf rechts seht ihr noch im Stift. Stift ist verstets auch gewesen ein größer jüdischer Philolog. Er ist gewesen sehr wichtig für die Entwicklung von einem Gedanken zu schaffen, dem JIVO, dem Jüdischen Wissenschaftlichen Institut. Nur er ist weg in die 20er Jahre im Rattenverband, weil dort hat man unerkannt Jiddisch wie die nationale Sprache von den Jiden im Rattenverband. Man hat geschaffen Positions für Jiddisch, akademische Positions, in die Institutions, die Lerninstitutions in Minsk, in Orchid und Kiew. Was ist mit Vilna? Versteht es auch, Vilna ist sozusagen die Hauptstadt von Jiddischland. Dort ist gewesen der Hauptsitz von dem Jivo. Auf rechts seht ihr ein Bild von der Aspirantin zusammen mit Max Weinreichen. Der Jivo ist nicht nur gewesen ein Institut zu forschen die jiddische Sprache. Der Jivo ist also der Gedanke von dem Jivo ist zu schaffen eine Universität für ein Volk und ein Land, für ein gutes Volk. Zu schaffen eine Akademie, zu normalisieren, zu standardisieren die jiddische Sprache. Man hat euch ausgeschult, Graduierstudenten. Man hat damals gerufen, Aspiranten. Und das ist ein Bild von den Aspiranten zusammen mit der Akademiker von Jivo, hart vor dem Rumme. Auf links seht ihr ein Bild von Neuer Prirutzki. Neuer Prirutzki ist verstets noch gewesen ein größer jiddischer Philolog, ein Seimist. Das heißt, er hat gespielt eine Rolle im polnischen Sejm, im polnischen Parlament, für die Volkspartei. Man hat geschaffen in Litte, im unabhängigen Litte, nachdem wie Vilna ist er weg von Polen, so 1939 in gewonnener Stadt in Litte, das heißt Vilnius. Die Litwiner Regierung hat gewollt schaffen eine Kathedra für Jiddisch in Vilna Universität. Man hat geredet wegen Unstellung Max Weinreich auf dem Posten, nur Weinreich ist schon nicht wegen Vilna. Man hat beschlossen, als Neuer Prirutzki soll werden der Professor von Jiddisch in Vilna, auf der Kathedra in Vilna Universität. Die Sowjeten sind rein, Zimmerzeit 1940. Die Sowjeten haben Tage aufgebaut die Kathedra, nur versteht sich, sie haben vermacht mehr oder weniger dem Jivo. Es ist nicht geblieben derselbe Jivo, was früher, nur man hat ja geschaffen eine Kathedra in der Universität. In Prirutzki ist gewesen der Professor ein Stück Zeit, bis die deutschen Sendereien im Zimmer 1941. In Simbadeuren hat der Gestapo der Haget Neuer Prirutzki. Man hat ihn gezwungen, arbeiten für die deutsche Forschung in Judaistik in Jivo. Und dennoch hat ihn der Haget in der Füße. Und das ist eine Legitimatia von der Universität, wo ihr seht, dass man hat gemacht ein X. Man hat so ausgestochen in seinem Moment. Noch ist geschehen ein Nest.
von der Geschichte von der Jiddischforschung und von der Jiddischen Universität, wo Schleume Birnbaum und Max Weinreich zusammen mit seinem Stuchis sind weg von Europa und haben sich geraten durchs Leben. Sie sind weg in England und in Amerika. Auf links seht ihr Schleume Birnbaum mit seinen Kindern, drei von seinen vier Kindern in Hamburg. Birnbaum hat gelernt Jiddisch in Hamburger Universität von 1922 bis 1933. Seine Position ist nicht gewinnt in Kathedra, sondern es ist gewinnt der erste Posten für Jiddisch in der modernen europäischen Universität. Seine Frau ist ausgewachsen in England, ist weg in England in 1933. Und dort hat man geschaffen, für ihn eine Position in University College London, zwei Positions. Er ist gewinnt ein Lektor für Jiddisch und auch ein Lektor für hebräische Paläographie. Das ist allein ein interessanter Mindset. Es ist gewinnt ein Professor in University College London, auch ein Gewist, ein Slavist, Norman Jobson, was hat gelernt seine Arbeiten, hat sich bekannt mit ihm und hat ihm vorgelegt, er soll halten ein Zirkelreferat in der Universität. Und mit der Hilfe von Jobson und von der jüdischen Kirche in London, das ist Mizrach-Europäische Juden in London, hat man geschaffen, Geld zu machen, Positions für Birnbaum in der Universität. Und das ist Tage der Unheil von Jiddisch in England, Birnbaum im University College London. Weinreich ist gewesen zum Glück in Kopenhagen in 1939, im September, wenn die Mechume ist ausgebrochen, zusammen mit seiner Frau Regina, mit seinem älteren Sohn Uriel. Uriel ist das Jüngere, was man sieht auf rechts, und jetzt gewinnt ein bisschen jünger. Er ist nicht zurück in Wilna, hat sehr gewollt. Er mit Urieren sind ein bisschen später gefahren in Amerika. Wir sind umgekommen in Amerika, in New York, in März 1940. Und er hat täglich ungeheuer zu arbeiten in dem Jivor. Es gab einen Zweig von dem Jivor, der Amortel in New York. Und man hat ausgebreitet die Aktivitäten von dem Jivor. Und man hat sehr stark aufgetan, als der New Yorker Jivor soll werden der Center von der Welt Jivor. Das Jüngere, was man sieht auf links, ist der jüngere Sohn, Gabi. Gabi ist gewesen in Wilna. Die Mama ist zurückgefahren von Kopenhagen in Wilna. Und zusammen mit ihm ist man gefahren, als über Russland, Japan, in Kalifornien und dann noch mit der Bahn in New York. Und die Mischpuche ist zusammen, ist gewesen zusammen wieder einmal in New York in 1941. Es ist bei mir ein Nest, was die zwei Menschen haben übergelebt in der Römer, was man hat Jiddisch wie ein Forschfeld in die Universitäten, weil sie sind gewesen die zwei größten Forscher von Jiddisch in der englisch redenden Welt, nach dem Römer. Jetzt will ich reden ein bisschen wegen Jiddisch wie ein Mittel im Kampf gegen Nazismus. Und du willst dich konzentrieren, meistens auf die Aufziehen von Schleume Birnbaum. Und das ist sehr ein interessantes Kapitel, was man hat sehr wenig geschrieben wegen dem. In 1939, wenn Birnbaum ist schon gewesen, ein Lektor in der Universität, hat Jobson ungefähr mit einem Urteil für seltene Sprachen für die englische Regierung. Das heißt auf Englisch Uncommon Languages Division. Es ist gewesen ein Urteil für Linguisten von ganz Britannien. Das haben sich vernehmen mit Sprachen also wie Armenisch und Jiddisch und Ladino und Polnisch und andere Sprachen, was man hat in jenen Jahren gehalten für seltene Sprachen, was man hat, weil man hat sie selten gerät in England. Was ist gewesen, die Funktion von dem Urteil? Man hat gelernt, dem ganzen Korrespondenz, die alle Briefe, was man hat bekommen in die britische Imperie, in verschiedenen Sprachen. Und man hat dort gesucht, Informationen, was kann sein, wichtig für den Römer. Birnbaum hat gelernt, die Briefe, alle Briefe, wo sind gewesen in der hebräischen Schrift, geschrieben mit jüdischer Äußerung. Nicht nur Jiddisch, nicht nur Ladino oder Judesmo, also wie er hat gerufen, die Sprache,
noreichet asach andere jüdische Sprachen. Also hat er sich der Wist wegen dem schrecklichen Matze von Jiden in die okkupierten Länder. Man hat sich euch der Wist wegen wichtiger Informations, die zu bombardieren die Deutschen in sehr, die alliierten Keuches von den Deutschen. Birnbaum pflegt sehr oft Heimkommen von der Arbeit und weinen, weil er hat gewusst, was geschieht mit Jiden in die okkupierten Länder. Und er hat allein mit der Zeit hat er sich der Wist, dass er hat verlorene Brüder und sein ganzes Mischbuche in Auschwitz. Wie ich habe schon gesagt, hat es gebracht sehr wichtige Informationen für den britischen Militär. Birnbaum hat auch übersetzt Propaganda, noch immer Propaganda von der britischen Armee. Du seht ja die Hilfe von dem Band, das Gerandro von Britannia, The Battle of Britain. Man hat das gemacht auf etwas Schönes zwischen sehr Jiddisch, hat auch übersetzt andere noch immer Propaganda. Er hat geschaffen eine Luftterminologie, weil man hat gedacht, erinnern die Sachen, hat man gedacht, um den Wert auf Jiddisch, hat er geschaffen eine Luftterminologie, wo man hat abgedrückt in die Blätter in die 40 Jahren. Er hat auch ungefähr mit der Kampagne zu machen, Jiden für britische Bürger. Er hat rausgeschickt, sehr Brief zu den Members of Parliament, man soll machen Jiden in Mitteleuropa und in anderen Ländern, man soll sie deklarieren für britische Bürger, weil er hat gemeint, als die Deutschen wollen sich nicht schäppen zu sehen. Oder Hotsch, man wird sie reinsetzen in ein Fieser oder Konzentrationslager, nur nicht der Hagenen. Sind bei Deuren hat es sich nicht eingegeben, über zu reden, die britischen Instanzen, sie sollen so machen. Was ist mit Max Weinreich in der Zeit, in der wir kommen? Weinreich hat gesammelt sehr starke Informationen. Er hat gehabt als riesige Sammlung Nazi-Publikations, wo er hat übergelehnt und analysiert und darin gerät in Jivo Blätter. Er hat auch bekommen deutsche archivale Dokumente noch nicht bekommen. Er hat gehabt als Sachhilfe von amerikanischen Soldaten, zwischen sie Menschen, so wie Sosjaj Skopski, wo sie aktiv in dem Jivo. Mit allen Informationen hat Weinreich geschrieben, Hitlers Professorin, der Heilig von der deutschen Wissenschaft in Deutschlands Verbrechens gegen jüdischen Volk, wo sie der Reis in 1946. Der Zweck, der Gedanke ist, er hat das sehr gut geschrieben, Tugendnacht hat er gearbeitet über dem. Er hat gewollt, als das Buch soll sein gerät für den Nürnberger Prozess, für den Nürnberger Prozess in 1946. Das ist sein Beschuldigung. Er hat beschuldigt deutsche Akademiker, und er versteht sich, sie sind gewesen, sehr bekannt, die deutsche akademische Welt. Er ist allein gewesen, ein Produkt von der Welt, und es hat eine größere Begierde, eine größere Verratung, wo es die Akademiker, Teil von sich hat der Giver, viele geholfen, gestützt moralisch oder mit Geld, hat gespielt eine sehr wichtige, kolossale Rolle in legitimieren Genozid. Das Buch hat er geschrieben auf Englisch, nur hat sich allein übersetzt auf Jiddisch. Und es ist ein klassischer Werk, ein pionierischer Werk, das man hat schon übergedrückt, nur man hat es ignoriert bis in den 90er Jahren, wenn man hat genommen Forschen, die Aufziehen von deutschen Akademikern in die Verbrechen von Deutschland gegen jüdischen Volk. Auf rechts seht ihr ein Bild, das ist von vorwärts in die 50er Jahren, hat Weinreich geschrieben eine Serie Artikeln, die zu denunzieren, zu anprägen die Verbrechen von Franz Beranek. Beranek ist gewesen ein Jiddischforscher, was hat gehabt zu tun mit dem Jivo in den 30er Jahren. Er ist gewonnen Nazi in 1938, hat gearbeitet für deutsche, nazische Forschinstitutions und hat gewollt wieder forschen die jiddische Sprache, noch nicht mehr, wieder unknippen seine Verbindungen mit jüdischen Jiddischforschern und mit dem Jivo. Und Weinreich hat nicht gewusst,
Und es gewinnt einen sehr interessanten Austausch zwischen sie auf die Seite von der Vorwärts in New York in den 50er Jahren. Agiv Berenik ist geworden ein Professor für Jiddisch in Gießener Universität in den 60er Jahren, nicht gekickt auf seinen nazischen Hintergrund. Jiddisch wie ein Mittel zu helfen der Scheres Apleite. Auf rechts seht ihr Jiddisch Preisburg. Das ist ein Bücher, was man hat gebeten bei Schlimme Birnbäum, wo er soll es schaffen, zu helfen amerikanischen Soldaten, Menschen, die haben gearbeitet mit den Relief-Organisationen, also wie mit dem Joint, die verschiedenen Organisationen, was haben geholfen, Scheres Apleite, die Menschen, was haben übergelebt und haben, was sind noch ausgesessen in Lagern in Deutschland, hat das dann gewesen, DP-Lagern, denen so können mit sie kommunizieren. Und das ist einer von den ersten Büchern von der Saas-Sort, was man hat gemacht hat, Englisch, für Englisch redet es. Auf links seht ihr Sklaven in Deutschland, die amerikanische Armee, hat konfisziert bei den Deutschen sehr viele Bücher, was man hat genommen von dem Niveau, neue von verschiedenen jüdischen Bibliotheken über ganz Europa. Man hat, die Deutschen haben zerstört sehr viele jüdische Bücher und Kulturäußeres, nur Teilbücher und andere Materialien haben sie genommen für sich, für ihre eigenen Forschungsinstitutionen. Die amerikanische Armee hat das gefunden, hat das übergegeben dem Niveau. Und der Jivo, zusammen mit anderen jüdischen Organisationen, hat geschickt Teilbücher, Duplikaten, das heißt Dubletten von Büchern, was man hat schon gehabt, hat man geschickt in die DP-Lagers. Weil man hat gehingert nach jüdisch Wort. Man hat es gedacht, sehr, sehr nötig, die Menschen, die haben schon lange nicht gesehen, kein Büch, bei Menschen von den Juren, Kinder, die sind nicht gegangen in keine Schulen in der Zeit von dem Chume, man soll sie rehabilitieren, man soll sie machen, great auf dem Leben nach dem Chume, wenn sie sind weg von den DP-Lagern. Jetzt kommen wir zu Jiddisch in die amerikanischen Universitäten. Das ist allein, das ist ein Kapitel für sich. Die Goldene Kate, Jiddisch, der Schlüssel zu der jiddischen Kultur. Keinem Kohl darf ihr verstehen, als die Rediffes, was man hat gemacht auf Jiden, in der Zeit von dem Mochum, ein bisschen vor dem Mochum, in den 30er Jahren, hat verstärkt die Sympathie zu Jiddisch und zu Jiden bei Tel Academicers. Man hat auch verstanden, dass Jiddisch hat einen praktischen Wert. Also man darf rehabilitieren Menschen nach dem Mochum, man darf kommunizieren mit Jiddisch-Redders. Man hat eingeführt Jiddisch-Klassen in etliche Institutionen in Amerika. Keinem Kohl soll ich sagen, als damals sind die ersten Jiddisch-Klassen in Amerika gewesen in Columbia-Universität in der Zeit von der ersten Weltmachung. Aber ich weiß nicht, keine Sache wegen dem, und das sind nicht gewesen, keine Klassen für Kredit. Nur in die 40er Jahren hat man eingeführt Klassen in Institut, der OCTU, das ist gewesen der Universität, was die Franzosen haben gemacht in New York, Uni, das ist gewesen Exil-Universität von Frankreich, in Boston University, in New School for Social Research. Man hat verstanden, als man hat jüdische Universität, gibt es sie jüdisch Prestige. Max Weinreich ist schon gewesen in Amerika 1940. Er hat geschrieben, als ein Bucher von 20 Jahren hört, von seinem Partner Schneider, als jüdische Sprache geht es ihm nicht um. Sie sind nicht wichtig. Aber ob er hört von einer Professorin in Columbia University, als jüdische Sprache mit der Literatur, hält er das für sehr wichtig. Weinreich und seine Kollegen haben sehr gewollt integrieren Jiddisch in die amerikanischen Lerninstitutionen, kdei zu schaffen ein Prestige für Jiddisch und kdei zu ziehen dem jungen Dor in Amerika. Jungen Dor, der Rieker Jiden, sie sollen zurückkommen, also sozusagen zu Jiddisch. Er zusammen mit Saul Lipson, das ist gewesen der Chef von einem Urteil für slawische und germanische Sprachen im City College in New York, haben geholfen von einem Wiederwuchs. Also haben sie das gerufen, ein Wiederwuchs,
also so zurückwachsen ein Dorf jüdisch Forschers und Redders. Sie haben nicht gemeint, dass wir können machen Jiddisch war die Hauptsprache von Jiden in Amerika. Man hat schon verstanden, die 40er Jahre, als Jiddisch, als Englisch wird sein die Hauptsprache von Jiden in Amerika. Nur man hat gewollt schaffen, ein Jude, als ein Kernel von Jiddisch Forschers. Und die Jiddisch Forschers so wären die Professorin, die Kehila, Aktivistin, die wären uns lernen, euch schulen an neuem Dorf Forschers. Und dann soll wird wachsen von 1, 2, 3, 4 Studenten, wird wachsen 20 Studenten, von sie wird wachsen 100 Studenten. Und dann soll wird umgehen mit die Deures. Weinreich hat gemeint, als Amerikaner Jiden wissen sehr wenig wegen Jiddischkeit, jiddische Kultur und Geschichte, nur man leidet in Amerika von einem Shiftless-Komplex, einem Inferioritätskomplex. Und er hat gemeint, dass Jiddisch ist der Entweder der Schlüssel, das so bescheiden seine Probleme. Als eigenes wird sich bekennen der jiddischen Literatur, man verstehen die Menschlichkeit von der jiddischen Literatur, man wird verstehen, wie soll die jiddische Literatur geht sich an mit allen Problemen von der modernen Zeit bei Jiden, wollen sie sich interessieren mit der jiddischen Literatur und Kultur. Helfen sie, wollen sich euch etwas interessieren mit Hebräisch, mit Ivrit. Er hat gewollt schaffen Kathedres für Jiddisch Leuten Kompass. So soll sein in Sufin Kathedre, das ist der Chair, für Jiddisch in Kanada oder in McGill University oder in University of Toronto. So soll sein in seiner Kathedre in Mexiko. So soll sein eine Kathedre in Kalifornien, in University of California, Los Angeles. So soll sein in New York, auf dem Mizrach-Bereich von Amerika, in Columbia University, und so soll sein in Midwest von Amerika, in Michigan oder in Wayne State University. Und so ist mit der Zeit geschehen, nur nicht täglich. So hat genommen ein Stück Zeit. Er allein hat eingeführt Jiddisch in City College in 1947. Wir haben schon in der Mund, das sind gewesen die ersten Jiddisch-Klassen für Kredit in der amerikanischen Universität. Kurz 90% von den Studenten in City College sind gewähnt Jiden. Und es ist gewähnt ein Interesse von Lipsen, wo es gewähnt der Chef von Hotel für germanische und slawische Sprachen. Es ist auch gewähnt Geld. Und das ist sehr wichtig, man soll das verstehen. Amerikaner Jiden sind rein in die Universitäten in Amerika in einer sehr großen Masse Jiden. Und Jiden sind geworden vermeglich. Und Amerika ist gewesen relativ tolerant. Also man hat da reingelost Jiddisch. Ist die alle Faktoren haben der möglich, als Jiddisch soll rein in die 40er Jahre in die amerikanischen Universitäten. Zimmer 1948 hat Weinreich allein gelernt Kursen wegen Literatur, Sprach, Linguistik heißt es, und auch Ethnographie, Folklore in University of California, Los Angeles. Man hat eingeführt Jiddisch in Brooklyn College. Man hat gemacht Kursen für ein amerikanisches Militär in Georgetown University. Ich weiß nicht, kein Sach wegen dem. Nach dem Unis, man hat gemacht die intensiven Kursen für amerikanische Soldaten, wo es vorhin kein Deutschland und wo es dann Hubenstein mit Sheriff Plater in Deutschland. Mein Vater ist gewesen zwischen den amerikanischen Soldaten in Deutschland und hält die 50er Jahre. Ich sage mir, dass es so jetzt geschehen. Agi, ich nehme an, als man hat jetzt College Jiddisch. College Jiddisch hat sich verspreitet in die Sof-40er und hält 50er Jahre, weil man hat gedacht, als er Lernbücher für die Universitäten. In hebräischen Universitäten in 1951 hat man Sof-Kosof gemacht, der Kathedra für Jiddisch. Durch Sternere du mit der Kathedra. Man hat geprüft machen, der Kathedra in 1927. Man hat bekommen Geld von einem amerikanischen Mäzenat, von einem Redaktor, entschuldigt, von einem Herausgeber von der Tod-Zeitung Der Tod, wo es gewesen ein Zionist. Aber man hat nicht gelost. Es gibt eine starke Reaktion von einer anti-jiddischistischen Fraktion in der Fakultät für die Hebräische Universität. Nur noch nicht mehr hat man verstanden, als jiddisches Mensch kein Sakuna, als es durch viele Sakuna für die Zukunft von Jiddisch, hat man reingelost Jiddisch
in der Hebräischen Universität. Man verstand es, Jiddisch ist wichtig, der überzugeben, ein Teil von der jiddischen Kultur, Geschichte von Gullis, von den Gullis-Ländern. In Columbia University hat man eingeführt Jiddisch in 1952. Man hat dort gemacht eine Kathedra, die erste Kathedra für Jiddisch in Südamerika. Weinreich Sin Uriel, das ist gewesen, versteht sich, jünger Mensch in Aguen. Er ist erster Reis von der Doktorschule, gemacht sein Doktorat und er ist geworden der Erste, er hat vernommen, ist gewesen der Erste, was dort vernommen die Kathedra für Jiddisch in Columbia University. Sibadoren ist sehr frühzeitig gestorben in 1967, wenn er es gewesen, nun zu 41 Jahren. Man hat auch gemacht eine Position für jüdische Literatur in Mexiko in der Autonomen Universität in Mexiko. Minkow, der Literaturforscher, hat dort gelernt Referaten für jüdische Literatur. In 1960 hat man gemacht noch eine Kathedra in Brandeis University. In Dortmund ist gewesen Michael Astor. Das ist auch ein interessanter Mainzer, nur das will ich nicht hinter dem retten. Ist das denn die erste Kathedra in Südamerika für Jiddisch? Wie lernt man heint Jiddisch in russischen Universitäten? Die alle Informationen habe ich bekommen von einer Webseite in Geweb. Dort hat man ausgeführt eine Sondage, eine Enquete bei Jiddischlehrern. Sie ist nicht ausschöpfig, aber es ist sehr arimnemig. Man hat gefunden, als man lernt Jiddisch in über 50 Universitäten in der ganzen Welt, in neuen Zimmerprogrammen. Der erste Zimmerprogramm ist gewesen in Columbia, auf dem Namen von Uriel Weinreich. Das ist damit der berühmteste Zimmerprogramm. Nur sind die 90er Jahren oder viel ein bisschen früher, die 80er Jahren in Oxford, hat man geschaffen, eine Reihe neuer jiddischer Programmen, intensiver Programmen in Vilna, in Tel Aviv, in Paris, in Warschau, noch andere Orte. Ist wie lernt man Jiddisch heutzutage? Wir können sehen, es ist konzentriert meistens in Amerika, auf den Mizrach-Bereich von Amerika, ein bisschen in Kanada und in Kalifornien, Texas. Das ist bei Arim 30 von den 50 Universitäten, die finden sich in Südamerika. Man hat auch das Sach in Mayreveropa, direkt in Deutschland. Dort hatten ältere Kathedras in Düsseldorf, in Trier. In Paris lernt man Jiddisch. Man hat Positions für Jiddisch in Polen, in Ukraine, in Schweden. Dort hatten unerkannt Jiddisch für eine offizielle Minoritätssprache. Man hat auch Jiddisch versteht sich in den Universitäten in Israel. Man hat Jiddisch in Australien, dort ist gewesen, ist bis in Huntington Tug, eine größere Kolonie, Buddhisten oder die Kinder in einer Klasse Buddhisten. Man lernt Jiddisch in Japan. Dort ist auch ein Interesse Jiddisch. Man versteht sich, dass man hat Jiddisch in Durham, Amerika, in Argentinien. Mustama sind nun noch andere Orte, wie man hat Jiddisch in Universitäten, nur die Universitäten haben sich nicht abgerufen auf der Enquete. Nur man sieht, man sieht, dass Jiddisch gefällt sich meistens in mehreren Europa und auf einem misserlichen Teil von Amerika. Alle, wie viele Studenten hatten in die Klassen? Bedarfklar hatten wir Talmidim zwischen 5 und 10. Nur in Teil-Universitäten, so wie Columbia und University of Toronto, hatten eine größere Zahl Talmidim in die Jiddisch-Klassen. Ich will enden mein Referat mit etlichen Bemerkungen wegen Jiddisch in der heutigen Universität. Durch Sacherin zu retten, das sind nur pure Bemerkungen. Ihr seht auf links ein Bild von einer Cartoon wegen Columbia University, wenn man hat geschaffen, die Kathedra 1952 bei Uriel Weinreich. Madame Jiddisch und ihr Begleiter. Der Mann ist Frank Atran, das ist gewesen ein Bundist von Mitteleuropa, das ist geworden sehr reicher Mann in Amerika. Er hat sich vernommen mit Billionen, mit Real Estate, so zu sagen. Und er hat gegeben das Geld. Max Weinreich ist gewesen zwischen den Menschen, die haben ihm viel gelegt,
als er soll geben, das Geld zu starten, eine Kathedrale. Und man sieht, das Erbe bleibt jüdisch rein in die Universität. Und es ist das Simen, als jüdisch hat Prestige, weil ein Racher, jeder Racher, Mäzenat hat gegeben Geld, als jüdisch soll rein in die Universität. Und jetzt ist jüdisch, also jetzt ist sogenannt Leid. Es ist geworden Leid, eine Sprache zwischen allen Sprachen. Sind die 60er Jahren, sieht man einen großen Wuchs für jüdische Studien in den amerikanischen Universitäten. Zu derselben Zeit sieht man zum Beteuern den Bagerup von dem geretten Luschen. Ja? Jüdische Universität spielt ihr akademische, ihr kommunale Funktion. Jüdisch ist gewonnen, als eine minierische Sprache. Man lernt mehr nicht Jiddisch in den meisten jüdischen Sprüche, in der Heim, in der Gegend, auch jetzt die jüdischen Kreise. Wenn man will sich lernen, Jiddisch geht man in die Universität. Und dort legt man sehr oft den Trop auf Lernen Kultur. Man singt mit den Talmiden, man lernt sehr Sprichwörter, also es ist verbindet mit Kultur. Oftmals lernt man mehr wegen der Kultur wie wegen der Sprache. Zum Bedeuten, die meisten Talmiden lernen sich nur ein oder zwei Jahre Jiddisch. Und man will sich lernen, noch mehr Jiddisch starten rein in höheren Kursen, weil die meisten Universitäten haben nicht genug Kursen. Nicht alle Lehrer kennen sehr gut Jiddisch. Mein Dorf, Jiddisch Forscher und Jiddisch Redner, wir sind knappe Kenner. Wir wissen nicht, was die Amuliker Deures haben gewusst. Efter haben wir sophistikierte Forschmethodologien, nur wir sind nicht die größten Sprachkenner, nicht die größten Kenner von Gemure, jüdische Geschichte, und alles, was es noch, was es wichtig ist, zu verstehen, die jüdische Kultur. Nur es sind die Ausnahmen. Jiddisch ist geworden ein vollständiger Bürger, also zu sagen, im Feld von jüdischen Studien. Und man geht auf die Sitzungen von der American Association of Jewish Studies, ist du eine ganze Sektion für Jiddisch. Es sind du zähnliche Paneele und Referaten wegen Jiddisch jedes Jahr. Nur Jiddisch ist geworden von einer Volkssprache, eine Sprache, die alle Jiden reden, das heißt, jemand alle aschkenasische Jiden reden. Es ist geworden Asamin Elitesprache. Es ist eine Sprache von Forschern, von Professoren. Mehr nicht für die Kinder, die lernen sich in die jüdischen Turkschulen. Wir haben gesagt, die Sachen sind, ich zwischen sie sind mir knappe Kenner im Vergleich mit den frühen Dicke Deures. Wir sehen euch dem Zuchen von der Klarsprache und der klaren Weisheit, so ist geriefen der jüdische Jivo-Ausleg. Weil es ist mehr nicht eine Sache Konkurrenz. Wir können gering lernen eine standardisierte Sprache, weil man lernt das Luschen mit Talmidim in der Universität. Sie sehen, dass viele gewähnt Debatte in den 90er Jahren, sie sollen lernen Jiddisch wie eine Gerätesprache, wie eine lebendige Sprache, die Sprache einer lebendigen Zivilisation. Sie sollen lernen Jiddisch wie eine klassische Sprache, also wie Aramisch. Die meisten Forscher von Jiddisch schreiben ihre Arbeiten wegen Jiddisch auf Englisch, auf Hebräisch und auch auf andere Sprachen. Die meisten Seminare in Universitäten führt man nicht auf Jiddisch, wenn du Ausnahmen versteht sich, nur man führt die meisten Seminare auf der Landsprache, Englisch, Spanisch, muss es so nicht sagen. Nur auf der zweiten Seite sehen du euch sehr positive Simonim, sehr positive Entwicklungen. Man hat die Normalisation in der jüdischen Forschung in der Universität. Jiddisch ist geworden ein Fach, ein Feld zwischen anderen. Sie mehr sind in einer Zeit von post-jiddischen Forschungen, in einer Zeit von neuer, sophistikierter Methodologien. Man forscht Jiddisch pinkt so, wie man forscht alle anderen Themen. Wir sehen auch die Internationalisation und die Globalisation von dem Feld. Forscher finden sich in Universitäten und Institutionen über der ganzen Welt. Sie sehen nicht nur Jiden, sie sehen auch nicht Jiden. Sie sehen nicht nur Literaturforscher, sondern Linguisten. Sie sehen auch Historiker, Musiker und Forscher von allen Feldern. Das Feld hat sich nur bereichert, wusste mehr in den letzten Jahren.
Die letzte Sache, was ich will sagen, ist ein Phänomen, was hat sich gejavet in die letzten 20 Jahre. Eine lange Zeit hat man oder rückgekickt oder pushet verkickt, nicht gekickt auf ein Phänomen, was man redet jüdisch in den charedischen Kreisen. Nur in den letzten Jahren legt man als Sach aufmerkt, man betont die Wichtigkeit von Forschen durch Geräte und geschriebene Luschen bei der heutigen Chareden. Letztens zum Beispiel hat sich entwickelt ein Center für die Forschung von charedischem Jiddisch in Widermoor in University College London. Es ist interessant zu bemerken, dass die moderne Jiddischforschung in die englischredende Universitäten hat sich umgehoben in London in den 30er Jahren. Und London, University College London, ist wieder einmal geworden ein wichtiger Center für die Jiddischforschung. Noch ist nicht der einzige Center, es ist ein Center zwischen schon etlichen Centers, ob nicht sämtlichen Centers über der ganze Welt. Es ist geworden sehr lebendiger, interessanter Forschfeld. Und mit diesen Wörtern will ich endlich in mein Referat. Ich will euch sagen, Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich will übergeben das Wort Vivian, einen schönen Dank. Okay. Kalman, einen großen Dank. Du hast uns so viel erzählt. Ich meine, das wollte gekannt sein, 6 oder 7 Referaten. Und du redest so gier, ob es ist eine Reihe zu hören. Ein bisschen verständlich. Ja, es ist gewesen sehr verständlich, aber wir dürfen Zeit reinzunehmen, die alle Sachen, was ihr uns erzählt. Ich habe eine Frage. Ich sehe, wir haben Fragen in unserer Q&A geguckt. Aber öfter will ich anheben mit der Frage. Ich will wissen, wir haben so viele Rekordierungen, Lemuschel von dem Jewish Public Library das in Montreal, das ist jetzt beim National Yiddish Book Center in Amherst. Rekordieren von Referaten von bewussten Schreibern und Poeten und anderen Menschen. Und wir haben neulich, wir können gefunden auf YouTube, Rekordieren von Rebbeim, was haben geredet auf Jiddisch, sehr drosches und so weiter. Verwusst nicht lernen Jiddisch, so wie man lernt andere Sprachen in die Universitäten, mit Language Labs, mit überhaseln die Wörter und überhaseln so wie es hört sich. Und nützen denn zu lernen Jiddisch, weil ihr habt uns gesagt, als die Lehrer es kennen nicht so gut Jiddisch. Ich will wissen, warum sie nutzen die alle Mittel, was sie haben zu sich. Der Rentner ist ein kürzer Rentner, was man hebt und Jahr zu nutzen, die Mittel. Die ja. Pädagogik von Jiddisch hat sich stark entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren. College Jiddisch ist eine lange Zeit gewesen, das einzige Lernbüro, bis Shever Zucker noch rettlich haben geschaffen, andere in den 90er Jahren. Aber College Jiddisch ist geblieben, das Hauptlernbüro. Nur in den letzten Jahren schafft man noch Lernbücher. Und man nutzt das Internet, man nutzt die Rekordierungen. Die alle Sachen sind früher nicht gewesen zu kriegen. Ich meine, es in der Zukunft wird während Tage so. Ja. Okay. Das zweite Problem ist, du hast dich nicht pink, du hast dich gefragt, hast du Team mit uns lernen, Jiddischlehrers, wo man hat nicht genug Institutionen, Programme, wo man kein Kimmen auf ein Jahr, zwei oder andere, öfter ein bisschen mehr, sich vertiefen in der Sprache, in der Literatur. Man darf schaffen Seminaren. Man muss haben gehabt Seminaren. Viele in meinen Jahren hatten gehabt Seminaren, Zimmerseminaren für Jiddischsprache. Menschen, die vernehmen sich mit Jiddisch, das ist nicht gewinn genug, aber es ist gewinn wichtig. Die alle Sachen sind verschwinden.
Man darf haben nicht nur die Kreuches, man hat die Kreuches, die Menschen, man darf haben Geld und Zeit. Man darf schaffen die Programme, die äußere Schulen qualifizierte Lehrer. Das ja. ist ein großer Preis in unserer, wie soll ich das sagen, in unserer Aktiv. Das ist ein größer Preis in unserer Aktiv. Ja. Man nascht bei allem, die sich zu lernen, Jiddisch. Man nascht bei allem, die sich zu lernen, jüdische Pädagogik. Aber ich meine, der Maß sich wird sich verbessern in den kommenden Jahren. Okay, sehr gut, danke. Jetzt reingucken und sehen, was wir haben. Wir haben eine Bemerkung, dass Jiddisch was commonly spoken by the International Brigade. Ihr will kommentieren? Ja, das ist richtig. Es ist ein sehr interessantes Thema, jüdischen Militär. Man hat noch nicht alles geforscht. Ich weiß, man hat geschrieben ein bisschen wegen der Themen, wegen jüdischer militärischer Terminologie und wegen jüdischen Militär. Aber man hat nicht genug geschrieben wegen internationaler Brigades in der Zeit von der Spanischen Bürgerkrieg, Bürgermuchungen, in auch in anderen Ländern. Warum ist denn gewinnen als Sache die schreddendicke Soldaten? Das ist ein Fakt. Ein Dank für die Bemerkung. Ja. Okay. Wir haben eine Frage von Paul Gibbles oder Gibbles. Was mit den nicht-jüdischen Studenten? Zwei von meinen Talmiden in Antwerpen Institut sind in Goyim. Seht ihr das euch in Amerika und was meint ihr wegen dem? Sie sehen das in Amerika? Sicher. Die meisten Talmiden, die lernen sich Jiddisch in Gerem, in einem allgemeinen Lernjahr in den amerikanischen Universitäten, sind Jiden. Aber es sind sehr oft nicht Jiden. Aber es ist ein kleinerer Proport. Es sind nur Sachforscher, Menschen, die machen Doktoranden oder Menschen, die wären Akteuren oder Künstler oder Singer, die nicht Jiden, die lernen sich Jiddisch. Das sieht man sehr oft in den Zimmerprogrammen, in den Doktorandprogrammen. Und das hat man eigentlich schon gesehen in den 40er Jahren. In City College in New York hat man gehabt, nicht Jiden in die Klassen, sehr gewählt zwischen die Summer übergegebensten Talmiden. Zwischen meinen Talmiden, wenn ich lerne Jiddisch von Zeit zu Zeit, habe ich nicht Jiden und sind sehr, sehr übergegeben zu der Sprache. Was halte ich von dem? Ich meine, es ist schon klar. Ich halte es für sehr positiv. Aber sind Menschen, die wollen sich vernehmen mit Jiddisch, bin ich zufrieden. Das ist allemal gewinnt der Chulim. Ich finde, Jiddisch-Forscher, so wie Max Weinreich und die Lehrer, als Jiddisch soll nicht, Jiddisch ist wichtig für jeden. Aber Jiddisch soll euch ziehen, nicht Jiden. Ja? Weil Jiddisch hat einen Wert, nicht nur für Jiden, nur für die ganze Welt. Ich meine euch, dass der Interesse von Nicht-Jiden in Jiddisch ruft daraus ein Interesse zwischen Jiden, wenn sie sehen. Ja. Aber wir haben eine andere Frage, das ist ein bisschen schwer. Professor Weiser, what happened at your own university, York? The Yiddish language course which you taught disappeared from the undergraduate curriculum around 2016. Mm-hmm. Das ist mit Philipp, was ist geschehen? Das ist ein komplizierter Mann, Sir Robert. Sie kennen Sir Kimmin. York ist Putte geworden für Sprachbedürfnis. Das heißt, es ist mehr nicht gewesen, kein Misslimit, als man darf sich lernen Sprache in Universitäten. Es ist geworden schwerer, unzufüllen ein Zimmer mit Talmidim. Ich habe gewollt lernen Jiddisch. Man hat mir gesagt, dass ich darf kriegen ein Minimum Studenten. Ich meine, es ist gewesen 20 Studenten. Und wenn ich kriege nicht 20 Studenten, komme ich dem Universitätenkredit, eine Klasse. Man wird Buttenbären machen dem Klasse, September, und ich will davon lernen, etwas anderes, eine Klasse extra. Es ist also wie mein Hauptarbeit ist zu lernen Geschichte, nicht Jiddisch, und ich mache das, weil ich habe stark lieb Jiddisch, ist mir geworden sehr schwer.
zu lernen Jiddisch, weil man kein Butter machen in dem Klass. Aber viele, ob es nur 10 Talmidim sind, nicht kein 14 Talmidim. In den letzten Jahren hat man eine neue Politik in der Administration. Es ist angegeben, wo sich der Zell nicht nur wegen Jiddisch, es ist wegen aller Sprachen. Als Sachen, die kleinere Sprachen sind, verschwinden in die amerikanischen Universitäten. Nicht nur York. Nur die Administration ist great zu gehen in die letzten Jahre nach Schuris. Ich darf nur haben die Zeit zu lernen Jiddisch. Heißt es, das ist möglich. Es sind die Kinder dicke Jahre, weil ich zurückkomme zu der jiddischen Pädagogik. Ja, so hoffe ich. Ich hoffe, so euch. In Sweden, are we in need of teachers and any suggestions? Are we? Oh, there, this is a Frage. FJS is nicht kein Frage. We are in need of teachers in Sweden. Ich meine, er wird das euch sagen. Any suggestions? Keinem Kohl darf ich sagen, Dankeschön. Ich habe kleine Kinder. Wo es reden Jiddisch. Meine Kinder haben stark lieb die Televisionprogramme, was man macht in Schweden. Das ist ein sehr größer Oft, die Leute, meine Meinung. Schweden hat dieselbe Kultur, dieselbe Problem, was alle anderen Länder. Und man darf zu neu nennen die Keuches, die Menschen, die vernehmen sich mit Jiddisch, und man darf sich wegsitzen beim Tisch, und man darf machen ein Programm aus der Schule Jiddischlehrers. Siehst du Geld, siehst du Willen, nur sie sei wie schwer, weil Menschen haben nicht keine Zeit. Man darf euch machen sicher, dass es du paar Nüsse für die Lehrer. Dass die Lehrer dann haben eine Position, nachdem wie sie endigen die Kurse. Es ist nicht genug zu haben Kurse, man darf euch haben eine leitische paar Nüsse für die Lehrer. Aber das ist ein Problem, was man kennt, Tag, ich meine, man kennt Tag über Schäden als ein Problem. Aber das darf sein, ein internationaler zu Neuverarbeit. Also darf ich mir. Okay. Ich sehe, als Emmetzer Anders will. Sharon, did you want to answer that question? No, Efshel nicht. Okay. Efshel, könnt ihr uns lassen wissen, wegen die Programmen für Kinder in Schweden? Ich habe nicht gewusst, das ist sehr ein interessantes Thema. Verstehst du, sind du größere Experten wie ich in Kindertelevision in Schweden. Schweden hat gegeben Geld zu machen Programmen auf Jiddisch. Sehr viele Programme, was man hat auf Schwedisch, hat man übersetzt auf Jiddisch und auch auf andere Minoritätssprachen in Schweden. Es ist nur ein Programm, der Muschel wegen einem Robot, das heißt Alte Karton. Ein Robot gemacht von Karton, das hat verschiedene Aventuren. Es sind Kinderprogramme wegen der Naturwissenschaft, also Naturwissenschaft, also wie wegen Evolution, wo die Kinder kennen und kicken. Es ist sehr lebendig, es ist immer Haie, es sind Cartoons, nur es ist nicht genug. Man darf machen noch. Meine Kinder denken noch die aller Sachen. Sie hingern sie noch die Sachen. Es ist du in Eulem, nicht kein größer Refscher, aber es ist du in Eulem, jüdisch reden dicke Kinder, mit christlichen rhenischen Kreisen. Was darf in die Sachen? Und das hat Max Weinbach gesucht in die 50er Jahre. Er hat gesucht, dass man macht die Bilder, man macht die Bücher, man macht die Rekordierungen für Erwachsene und für ältere Kinder. Nur keiner tracht nicht wegen die Kenntnissen, wegen der Sprachkenntnissen für die kleinen Kinder. Kinder in Kindergurten darf in euch kommen, Bücher, wo sind sie gepasst, sehr bedürfen nicht. Man hat uns zu machen, nur man darf sagen mehr. Und in der heutigen Zeit von Internet, nicht schon aufgeregt von Televisier, darf man machen schöne Sachen auf der selben Madrege, von der selben Qualität, von den Sachen, was man macht, auf Französisch und Englisch und alle anderen Sprachen auf der Gure-Welt. Sehr interessant.
Mia Marek, meint ihr, der neue Interesse für Hasidisch-Jiddisch wird wie ein stark lebendiges Idiom wird wohl ein Spiel sein auf dem heutigen akademischen Standard, Auslegung, Reusred, Grammatik? Ach, das ist eine interessante Frage. Diese Frage, ich bin sehr vertieft in solche Frage, weil ich forsche die Standardisierung von Jiddisch beim Menschen von den Juren. Ich meine es ja, öfter nicht auf Auslegung. Hotch tell Akademikers haben Tage besser lieb dem charedischen Auslegung oder Ramin charedischen Auslegung, am mehr traditionellen Auslegung mit einem stummen Aleph und nicht dem Jivo Auslegung. Sprach, aber ich meine es, Gerätesprach wird sicher sein so. Ihr seht schon das Duolingo. Duolingo hat gemacht einen Kompromiss, eine Pschure. Ich bin es öfter nicht bekannt. Duolingo hat eingeführt Jiddisch in die letzte Chabushim. Meine Kinder haben sehr stark lieb Duolingo. Dort redet man ein chassidischen Jiddisch, aber man nicht dem Jivo Auslegung, weil der chassidische Auslegung ist nicht genug ausgehalten. Und der Jivo Auslegung ist, versteht sich sehr ausgehalten. Der Fach hat man das gemacht. Also. Ich meine es in die Klassen mit der Zeit, weil in Teilklassen rieber auf einem mehr ingerischer, chassidischer Dialekt. Äfsche nicht in alle, weil es diese Sache geringer zu lernen, klar Jiddisch mit Talmidim wie andere Dialekten. Aber man sieht schon ein Sachphänomen, dass Menschen, die es willen, um ein Team mit der heutigen Gerätesprache, dürfen sich bekennen mit der Sprache von den hebräischen Kreisen. Es sicher wird seine größere Spur, also ein Mensch. Es wird stark mal Spiel sein. Paul Geibels, again, am I, do you know him, Coleman? Nein. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie er sagt seinen Namen. Der Pariser Jiddisch Center, angeführt von Zeit zu Zeit Lehrerseminaren, wo seinen Tage sehr gut. Das ist eine Bemerkung. Ja, das ist Tage Emis. Ja. Ich bin am Mund gefahren auf ein Seminar. Paris ist ein größer Center, ja. Niborski ist dort, Yitzhak Niborski, er ist weg von Argentinien. Argentiniens Verlust ist gewonnen ein größer Gewinn in den 70er Jahren von Paris, von Frankreich. Was man hat überkommen, so viel starke, frische Kreuches in der Jiddischwelt in Paris. In der Medem Center, der Medem Bibliothek, ist ein größer Luft, ist nicht nur so, sie sagen, mein. Es ist die Roschenke für den französischen jüdischen Sprachkultur dort. Es ist ausgezeichnet, muss ich sagen. Okay, und eine letzte Frage. What has been the result of, and this is Rita Lieberman, what has been the result of transliteration on the Yiddish language? Does it dumb it down? dumb it down, das ist schwer zu sagen. Wer es ist, ernst. Wer es will sich lernen, Jiddisch auf den ernsten Läufen, sich vertiefen in die Kultur äußeres Jiddisch, darf sich bekennen mit den jiddischen Äußeres. Das ist nicht in Frage. Für Menschen, die seinen Liebhabers, die willen nicht werden, kein Forscher, hilft Transliteration, nicht in Zufall. Als auch Kinderbücher machen, verbubbeseides, die willen viel lernen, meinst du es auf Jiddisch, nur sie kennen nicht genug gibt den jiddischen Alphabet. Ist verwusst, warum wir nicht machen für sehr Transliteratia. Aber es ist nicht für die ernste Forscher. Und ich meine, Transliteratia, die Bücher, die sind transliteriert, dann können wir nicht ausmachen, mehr wie ein kleiner Teil von den alle Ausgaben, die man macht auf Jiddisch, was gehen raus auf Jiddisch. Und euch, die ganze jiddische Kultur, religiöse Kultur und weltliche Kultur ist in der jiddischen Sprache. Als man lernt Jiddisch mit Wörtern, die sind von Deutsch und Wörtern, die sind von Hebräisch, sieht man, wie man lernt wegen der jiddischen Kultur. Also, und mit Transliteration, man sieht es nicht. Man verliert sehr Sache, versteht ja. Kaumann, a großen Dank. Danke euch. Wir haben das Sache, wenn du zu trachten jetzt.
Und es ist gewinn, größer nur zu hören, dir Heint. Ja, und ein schönen Dank zu unser größer Olem. Und wir werden endigen jetzt. Okay. Okay.